Willkommen zurück zur Talkrunde. Ich habe euch ein paar spannende Gäste mitgebracht. Hier wurde heute schon viel über den Sinn und Unsinn von Talkrunden diskutiert und über Markus Lanz, und ich wurde schon verglichen mit diversen Talkmastern. Ich freue mich sehr, dass ich heute ein paar hochkarätige Gäste hier habe, die mir definitiv lieber sind als Gäste in einer ARD-Talkshow. Ute, dich kennen wir schon. Danke für deinen tollen Vortrag. Danke, dass du so wunderbar kompakt nochmal ein kurzes Roggenplädoyer gehalten hast, das du gerne gleich weiter ausführen darfst. Joachim, stell dich doch gerne kurz vor. Du bist Deutschlands längster Roggenzüchter. Ja, längst. Ich arbeite seit über 30 Jahren in der Roggenzüchtung. Und ich stamme gebürtig aus Ostwestfalen und bin da auf einem elterlichen Hof groß geworden und habe mich schon immer für Pflanzen interessiert und habe dann auch mein Studium in Agrarwissenschaften in Bonn angefangen. Nach dem Vordiplom, so hieß das damals, habe ich dann gewechselt nach Uni Hohenheim, habe dort mein Diplom gemacht, dann auch dort promoviert und bin seit 1993 jetzt in der Hybro tätig und kann dann schon sagen, dass ich sehr viel über Roggen lernen musste, auch gelernt habe und hoffe, dass ich heute in der Runde hier etwas Informationen bekomme und auch abgeben kann. Sehr gut. Ja, du hast in unserem Vorgespräch gesagt, es gibt keine Frage, die du nicht beantworten kannst. Das will ich nicht unterschreiben, aber ich versuche so gut wie es geht, weil alles, was aus züchterischer Sicht wohl, was bisher so sein könnte oder was ich vermute, wie es dann so ist, das versuche ich zu erklären. Ich denke, durch die Zusammenarbeit oder mit dem praktischen Landwirt auf der einen Seite, auch mit der Wissenschaftlerin, ist das eigentlich ein ganz gutes Team hier, dass man so unterschiedliche Fragestellungen von unterschiedlicher Seite erörtern und beleuchten kann. Sehr gut, das wäre auch meine Überleitung gewesen. Dementsprechend kommen wir zum praktischen Teil in der Talkrunde heute. Henrik, stell dich gerne kurz vor. Ja, mein Name ist Henrik Ronnigmann. Ich komme aus dem schönen Münsterland, bin 27 Jahre alt, habe studiert in Soest, vorher eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht, arbeite zurzeit oder seit mittlerweile 3 Jahren als Ackerbauberater bei einer Genossenschaft und wir bewirtschaften zu Hause einen Nebenerwerbbetrieb mit 40 Hektar Acker, ein bisschen Mastschweine, also 650 Mastplätze. Und bei uns nimmt der Roggen halt einen sehr großen Stellenwert in der Fruchtfolge ein, aufgrund dessen, dass wir rote Gebiete haben. Und haben wir eben im Vortrag auch schon gehört, dass Roggen sehr ineffizient ist. Und das ist auch ein Grund dafür, warum wir den halt mit erfolgreich, meines Erachtens nach, etabliert haben bei uns. Stark. Das ist eine sehr gute Überleitung. Wenn das hier heute so weitergeht, wird das fast ein Heimspiel für mich. Ute, du hast eben nämlich sehr, sehr gut quasi einen kurzen Anbauplan nochmal oder einen kurzen Abriss zur Bestandsführung gegeben, zur Mutterkornprävention. Wie gesagt, wenn wir über Roggenanbau sprechen, ich habe in Vorbereitung auf diesen Talk auch noch mit 3 Ackerbauern gesprochen, habe gesagt, hey, wie schaust du auf den Roggenanbau? Und meinten, ja, Charlotte, wir haben ja gute Standorte, wir haben gute Weizenstandorte. Vielleicht gibst du uns nochmal einen Abriss. Warum soll ich denn jetzt diesen Leuten oder diesen 3 Landwirten nochmal sagen, hey, du baust zwar gerade wahnsinnig viel Weizen an, du bist vielleicht auch gut darin. Warum sollen vor allen Dingen diese Betriebe vielleicht ein bisschen mehr über den Roggenanbau nachdenken? Naja, Roggen gehört nicht so zu den Kümmerkulturen wie Weizen. Ne? Durch Weizen muss ich gerne 3-mal durchfahren mit dem Pflanzenschutz, 3-mal düngen. Der Roggen würde meine Arbeitsspitzen doch ziemlich entzerren. Er ist, wie gesagt, sehr dankbar für stabile Erträge, auch wenn es kritisch wird im Winter oder wenn die Niederschläge mal ausbleiben. Insofern hat der Roggen viele Vorzüge, auch phytosanitär. Ich will nicht sagen entseucht, aber zumindest durchbricht er manche phytosanitäre Kreisläufe im Getreide. Deshalb ist Roggen auch so eine kleine Gesundkultur für mich. Und und persönlich liegt mir der Roggen natürlich schon sehr am Herzen. Ich esse nicht nur gerne Roggenbrot, sondern wenn Roggen tatsächlich nur in Asien wachsen würde, dann würde der hier im Superfood-Regal hochpreisig verkauft und angeboten werden. Und ich hoffe, dass wir da wieder ein bisschen mehr hinkommen zu unseren Roggenspezialitäten und dass wir den eben in der Fruchtfolge, wir brauchen den Roggen in der Fruchtfolge, in vielen Fruchtfolgen oder können ihn gut gebrauchen. Insofern hoffe ich, dass wir da ein bisschen häufiger mal wieder Roggen stehen haben. Sehr gut.
gutes Beispiel mit dem Superfood. Also wenn nach diesem Talk Leute anfangen, neue Betriebszweige aufzubauen, weiß ich, wo es herkommt. Gib mir mal eine Idee, wenn ich mich so durch landwirtschaftliche Artikel lese oder durch die Zeitung blätter, ist, glaube ich, mein neues Schimpfwort oder die neue, Entschuldigung für diesen Ausdruck, Bullshit-Parole, Ineffizienz. Ineffizient, ineffizient, rote Gebiete, es ist wahnsinnig stickstoffeffizient. Wie ist denn der Roggen in Bezug auf die Stickstoffeffizienz oder generell auf die Nährstoffeffizienz und auf den Ertrag? Roggen macht ein sehr gutes Wurzelsystem bereits im Herbst, im Kurztag, auch bei wenig Licht, bei viel Nässe. Wir haben gerade gestern wieder Roggenpflanzen ausgegraben, die wirklich schöne, buschige Wurzeln haben, während man beim Weizen die Wurzeln tatsächlich ja, fast suchen muss. Das macht natürlich seine, die Durchwurzelbarkeit der Krume nutzt natürlich alle Nährstoffe, sowohl Stickstoff als auch Phosphor, Kali, sehr gut aus. Ich muss nicht über platzierte Düngung nachdenken oder irgendwie über Peppeln. Roggen wächst auch unter schlechten, kühlen Bedingungen gut in der Krume und erholt sich die Nährstoffe, die er braucht. Und bringt dementsprechend wahrscheinlich auch den gleichen Stickstoffertrag vom Hektar. Im Korn auf jeden Fall. Da habe ich jetzt das, was im Stroh noch sitzt und auch wieder an Organik rückgeliefert wird, noch gar nicht berücksichtigt. Ja. Stark. Henrik, gib uns dazu mal einen praktischen Kontext. Warum baust du Roggen an und wo siehst du für dich als Landwirt den kurzfristigen und langfristigen finanziellen, aber auch eben ökologischen Mehrwert? Zum einen, weil wir halt bei uns auf den sehr leichten Sandstandorten halt auch ja, über Niederschläge Auswaschungen dementsprechend halt haben. Mangan ist halt auch immer ein Thema bei uns auf den Sandstandorten. Das, ja, ich sag mal, die Gerste und der Weizen zeichnen da deutlich mehr und deutlich intensiver. Der Roggen ist da ein bisschen entspannter, was die ganze Geschichte angeht. Ja, ansonsten im Großen und Ganzen ist Roggen halt durch das große oder tiefe Wurzelwachstum. Bei uns sind viele Betriebe, die Mulchsaat machen, die auch intensiv ihre Flugsohle versucht haben zu beseitigen. Und da kann halt der Roggen komplett aus dem Vollen schöpfen, als wenn dann eine Flugsohle auf 30 cm meinetwegen liegt, die ziemlich zugefahren ist, dann bringt mir da auch das beste Wurzelwachstum nicht. Ich habe einfach verlorene Nutzflächen oder Feldnutzflächenkapazität. Und ja, da sehe ich den Roggen eigentlich schon ganz gut im Vorteil. Und ja, aufgrund dessen, dass bei uns fast, also der ganze Betrieb bei uns zu Hause ist im roten Gebiet. Und ja, da kann ich halt einfach einen Weizen oder eine Gerste nicht mehr so ausdüngen, wie es eigentlich sein müsste. Und über das Optimierungsprogramm oder man kann ja Nährstoffmengen hin und her schieben in der Fruchtfolge, kann man dann halt ganz gut beim Roggen reduzieren und andere Kulturen halt voll ausdüngen, was eigentlich ein Riesenvorteil ist, um da gut Erträge zu erzielen im Gesamtbetriebswirtschaftlichen. Stark. Wie ist denn deine Erfahrung? Du hast ja eben gesagt, du hast ein bisschen diese Besonderheit, du bist auch Pflanzenbauberater bei einer Genossenschaft. Du siehst ja also nicht nur deine eigenen Bestände, sondern auch die deiner Kunden. Hat Roggen mittlerweile auch bei deinen Kunden auf besseren Standorten mal Einsatz gefunden? Wenn ja, warum? Also das sehen wir jetzt immer mehr. Also die haben ja die roten Gebiete deutlich ausgeweitet, auch in den besseren Ackerbauregionen bei uns, also wo wir dann über 40 Bodenpunkte sprechen. Und da kommen dann auch schon mal Roggen zum Einsatz. Aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, also da ist auf jeden Fall Potenzial noch, dass da mehr Roggen angebaut werden kann. Viele sträuben sich so ein bisschen bei den sehr hohen Strohmengen, die so ein Roggen halt mitbringt. Und ja, bei uns wird halt viel mit Gülle gedüngt. Da weiß man halt auch nicht, wann kommt der Gülleschub. Kriege ich meinen Roggen vernünftig stabil, dass er nicht kurz vorm Drescher auch ins Lager geht. Das sind halt so ein bisschen ungewisse Faktoren, die ich beim Weizen, der einfach als Pflanze her ein bisschen kleiner ist, besser zu kalkulieren weiß. Das sind so die Punkte, die so ein bisschen abschrecken, sage ich jetzt mal. Ne? Ist tatsächlich auch einer der Punkte, der gerade im Chat am heißesten diskutiert wird. Kommen wir gleich nochmal zu, also an diejenigen, die gerade zuschauen. Wir gehen gleich nochmal auf die Bestandesführung ein. Ute hat auch schon im Vorhinein zu diesem Talk ein paar Tipps dazu rausgehauen. Die nehmen wir gleich mit auf. Bevor wir das aber tun, du hast es gerade schon gesagt, Kurzstroh wird ein Thema. An den Roggen gibt es neue Anforderungen. Dementsprechend bin ich ganz froh, dass wir dich heute dabei haben, Joachim. Können wir direkt mal unsere Wunschliste definieren. Was muss Roggen in den nächsten Jahren können? Aber bevor wir das machen, gib uns doch mal einen Einblick,
Wo ist denn der große Unterschied zwischen Roggen- und Weizenzüchtung und welche Vorteile ergeben sich daraus? Ja, also da muss ein bisschen ins Detail gehen. Also bei der Weizenzüchtung, es gibt ja Weizenzüchtung und Roggenzüchtung. Das ist der einzige, also der große Unterschied ist, wir sprechen von Hybridroggen oder Hybridzüchtung. Und es gibt zwar auch Ansätze für Weizen-Hybridzüchtung, aber die sind stecken in den wirklichen Kinderschuhen. Das wird auch sehr schwierig sein. Der Vorteil generell einer Hybridzüchtung ist der, dass wir einfach nicht alle Merkmale in eine Pflanze kombinieren müssen, sondern dass wir verschiedene Merkmale in verschiedenen Pflanzen vorliegen haben und die dann kombiniert in einer Sorte dann unterbringen können, die dann dem Landwirt von Nutzen ist. Also da ist man sehr viel besser, man kann schneller reagieren auf neue Anforderungen und man ist wirklich besser gefeit für alle möglichen Situationen, auch gerade mit der Ineffizienz, wo wir dann nachher nochmal darauf eingehen wollen. Und das ist eigentlich der große Unterschied. Also nachteilig vielleicht, dass es etwas länger ist, aber wie gesagt, im Vergleich zu dieses wirklich wichtige Thema, dass man mehrere Pflanzen dann zu einer Sorte zusammenbringt, mehrere Merkmale, das ist halt ein unschlagbarer Vorteil für die Hybridzüchtung. Das heißt, du fährst nicht nur eine Zuchtstrategie, sondern mehrere, oder? Ja, ich züchte ja keinen Weizen, aber wir Zuchtstrategie ist so allgemein, wir haben ein Zuchtprogramm, wo wir mehrere Merkmale natürlich verfolgen. Also wichtig dabei ist natürlich Ertrag, Resistenz sind wichtige Sachen, auch die Mutterkornabwehr ist eine wichtige Sache. Da gibt es mehrere Lösungsansätze, die wir verfolgen. Im Moment ist es das größte Thema bei dem Landwirt eigentlich ein bisschen zu Unrecht, weil die Gefahr von Mutterkorn, die ist gegeben natürlich. Aber wenn wir dann sagen, es ist so ein bisschen auch, wenn ich jetzt bei Gerste sage, immer jeden Tag sage, das kann gut auswintern, dann ist dann nachher auch dann immer die Gefahr dabei, dass es auswintern kann. Natürlich kann das so sein, aber wir haben doch im natürlichen Befall draußen im Bestand sehr selten wirklich hohe Befallsrate mit Mutterkorn. Und darum ist das eigentlich ein bisschen unbegründet, auch ein bisschen, auch aus meiner Sicht, so ein bisschen Angstmacherei auch. Weil die Vorteile sind einfach zu groß für den Hybridroggen. Das heißt, okay, du arbeitest also da auch in der Züchtung natürlich dran, dass die Wahrscheinlichkeit kleiner wird. Was sind denn noch Themen, an denen du arbeitest? Also was sind noch, wir haben also, eben das Thema Kurzstroh schon gehabt. Ja, eben das Thema ist ganz wichtig. Also das Strohmanagement, was Hendrik angesprochen hatte, ist extrem wichtig, weil es gibt viele Landwirte, die bauen einfach keinen Roggen an. Nicht allein wegen, dass sie denken, ja, ich kriege Mutterkorn, habe dann meine Probleme, kriege Abzüge, sondern allein das Strohmanagement. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch in Polen ein sehr wichtiges Thema, weil gerade unter den trockenen Bedingungen ist es immer schwierig, diese Strohmengen, entweder werden sie weggefahren, wenn man die dann irgendwo dann einsetzen kann in der Viehhaltung, aber durch diese Trockenheit und durch die leichten Böden verrottet das Stroh nicht. Und dann gibt es ein Problem in dem Nachfolgejahr und deswegen ist und andersrum ist es natürlich auch so, dass die Erntekosten dann auch sehr viel höher sind, weil der Mähdrescher sehr viel mehr Leistung braucht und mehr Diesel verbraucht pro Hektar, um diese Strohmengen auch klein zu häckseln und dann wieder auf den Acker bearbeitbar in den Boden einbringen zu können nachher. Bist du damit umgegangen, Hendrik? Ich sag mal, bei uns wird das Stroh zum Teil abgefahren, aber aufgrund dessen, dass wir halt nach einer Gerste kommt bei uns immer eine Sommerzwischenfrucht, wo dann der Roggen nachfolgt, dass ich halt auch eine vernünftige Humusbilanz hinkriege. Und ja, wie gesagt, und aus dieser Sache mit diesem Strohmanagement ist natürlich auch noch ein wichtiger Faktor. Wir haben angefangen, auch Kurzstrohroggen zu züchten. Da stecken wir ein bisschen in den Kinderschuhen, aber das geht natürlich voran. Schwierigkeit bei den Kurzstrohhybriden, die wir dann züchten, ist natürlich so, dass diese Kurzstrohhybride ist ein Bestand, der sehr viel kürzer ist, ähnlich dem Weizen, etwas länger, kürzer auf jeden Fall als als Tritikale. Aber da muss man dann die Pflanze, die eigentlich ihre Kraft aus den Halmen auch viel bringt, obwohl im Vergleich zum Weizen ist der Halm weniger wichtig, muss ich natürlich dann diese Kraft, die dann in dem Halm war, in die Blätter bringen, so wie beim Weizen. Also theoretisch müssen dann die Blätter in Zukunft auch ein bisschen breiter werden, damit die diese Assimilationsleistung, also diese Energie dann auch in die Körner bringen können. Und das ist im Moment die Schwierigkeit, aber wir haben gute erste Ansätze, wo wir denken, dass wir in 3-4 Jahren dann auch eine Sortenanmeldung mäßig durch das Verfahren bringen und dann dem Landwirt auch anbieten können. Das heißt, um das jetzt mal zusammenzufassen, ihr arbeitet an einer Kurzstrohlösung, ihr braucht 3-4 Jahre, bis ihr da
eine zugelassene Sorte auf den Markt bringen könnt. Es gibt, glaube ich, schon eine. Ja, es gibt schon eine Sorte, die ist schon seit 2 Jahren jetzt auf dem Markt, aber die hat einen großen Nachteil, dass sie extrem schwach im Ertrag ist. Und der Bauer jetzt diese Vorteile der Kurzstrohigkeit, die er dann nutzen kann, die Kurzstrohigkeit kann die Nachteile beim Ertrag nicht aufwiegen. Also die Vorteile, die er dann auf der einen Seite hat, hat er dann wieder beim Ertrag und dadurch rentiert sich das nicht. Also sie ist dann doch sehr schwach. Und wir müssen schon, wir werden es nicht schaffen, gleich mit den ersten Sorten gleich diesen gleichen Ertrag zu haben. Aber ich denke, wir müssen schon nah dran sein mit 5-6% Unterschied, damit wir auch Landwirte überzeugen können, diese Sorte anzubauen. Weil ein Vorteil hat dieses, er braucht sich über Verkürzung keine Gedanken mehr machen. Also das ist eigentlich eine Einsparung von chemischen Verkürzungsmitteln und auch natürlich auch im Zuge der heutigen Zeit auch der Gesellschaft geschuldet, auch weniger Einsatz von Pestiziden, was ja auch immer gefordert wird. Kann man auch davon ausgehen, dass ich tatsächlich auch weniger Nährstoffe brauche, weil ich ja ein ganz anderes Korn-Stroh-Verhältnis habe oder eine ganz andere Strommenge? Sind das dann auch 10-20% weniger Nährstoffe, die über das Stroh gezogen werden? Das ist, also was ich auf jeden Fall kann, ist, die Nährstoffe, die er für Stroh benutzen muss, die könnten dann ins Korn gehen. Ach so, okay. Und es ist im Moment, wir stecken in den Kinderschuhen, wie gesagt, und wir haben Versuche, wie dann die optimale Bestandesdichte ist. Das heißt, ein dünner Bestand mit kurzen Halmen, der muss weitere Blätter haben, die hat er aber jetzt noch nicht so. Und was ist jetzt die optimale Aussatzstärke? Da haben wir gerade ein Projekt und da wollen wir das lösen. Und ja, wie gesagt, aber ich denke, dass das auf jeden Fall möglich ist. Ich denke, dass wir in 10 Jahren über Sorten sprechen, die ähnlich den Langstrohsorten oder Normalstrohsorten den gleichen Ertrag haben. Und dann brauche ich halt einfach weniger Überfahrten mit der Spritze. Ja, weniger Überfahrten und ja, sehr viel Vorteile halt. Das heißt, es bewahrheitet sich das, was Ute quasi schon im Vorgespräch gesagt hat, wer Roggen anbaut, kann auch mal Urlaub machen. Genau. Ja. Sehr gut. Lass uns doch mal, ich weiß, es führt gleich zu zwiegespaltenen Diskussionen und es wird auch gerade im Chat diskutiert. Wie steht ihr zu dem Vorwand oder Einwand, ich weiß immer nicht, wie ich es behandeln soll, dass ertragsreiche Roggensorten eher zum Mutterkorn neigen? So, wie geht ihr damit um? Oder wie hast du, oder was sind deine Erfahrungen, was siehst du bei euch? Was ist da deine Einschätzung, wenn dich ein Landwirt mit der Frage konfrontiert? Nein, das hat, also ich kann das so nicht nachvollziehen. Gut, wir machen jetzt nun keine Landessortenversuche, wo ich die alle immer jedes Jahr im Vergleich sehe. Aber bei uns ist der Mutterkornbefall hängt tatsächlich nur mit der Exposition, also mit der zeitlichen und räumlichen Exposition der Pflanze zusammen. So großartige Sortenunterschiede kann ich jetzt bei uns in der Fläche nicht wirklich beobachten. Also siehst du da? Ja, das ist, also die These stimmt schon ein bisschen, da muss man mal ein bisschen weiter ausholen. Dass es so ist, das liegt daran, dass wir aufgrund der Verbesserung dieser Stäubeleistung wurden exotische Gene eingekreuzt, die Stäubeleistung maßgeblich verbessern auch. Sie haben nur einen ganz großen Nachteil, dass sie auch dass sie weniger Ertrag haben. Das heißt, das ist ganz einfach, sie reifen einfach etwas früher ab, haben weniger Zeit zum Einlagern zur Kornausbildung und dadurch sind sie geringer im Ertrag. Und das Problem ist da und man kriegt das kaum gelöst, weil es ist immer wieder so, dass wir, wenn wir Richtung 100% Stäubelastung kriegen, wir könnten jetzt schon heute auf komplett oder auf sehr viele Sorten setzen, auch wir, wo wir einfach ganz, ganz wenig Gefahr vom Mutterkorn sehen, aber dann auch mit dem Ertrag sehr stark runtergehen. Und wir arbeiten mit einem Kompromiss, dass wir einfach eine gewisse Ausgewogenheit haben von Ertrag und Stäubeleistung. Wir unterstützen das ja auch noch mit der Einmischung von Populationen. Das halten wir im Moment für die bessere Variante, zumal das ein fremder Pollen ist, der einfach auch so wie ich das sehe, einfach auch
auch mehr Ertrag bringt, weil er halt nicht verbrannt ist und das, dadurch das Korn etwas größer wird. Also es gibt keine großen Nachteile dadurch. Das heißt aber, du arbeitest also in der Züchtung daran, dass es zwar keine direkte Resistenz gibt, aber schon eine deutlich bessere Resilienz wahrscheinlich in dem Bereich. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da arbeiten alle Züchter dran und es gibt da unterschiedliche Methoden, wie man das macht. Ich denke, dass ein wichtiges Thema ist immer, das hattest du auch angesprochen in deinem Vortrag, dass diese Schnelligkeit der Befruchtung, wie schnell wird es befruchtet? Weil das ist ja beim Roggen, bei einem Mutterkorn so, wenn es befruchtet worden ist, ist es nach 3 Tagen automatisch resistent. Das gibt es ja bei keiner Krankheit in keinem Getreide. Ja. Und dadurch ist die Schnelligkeit der Befruchtung eigentlich ein sehr, sehr großer Schlüssel, um da... Das heißt aber im Grunde genommen ist die beste Vorsorge neben der Züchtung eigentlich auch eine richtig gute Bestandesführung. Also einfach saubere pflanzenbauliche Maßnahmen. Auf jeden Fall. Was heißt das? Wie sieht für dich... die optimale Pflanze oder wie sehen für dich die optimalen pflanzenbaulichen Maßnahmen aus? Also ich sag mal, bei mir oder wenn ich als Berater quasi angerufen werde, wie muss ich Roggen anbauen oder worauf kommt es an, appelliere ich meistens immer so an den Landwirten, dass die Fahrgassen vernünftig angelegt werden, also dass die auch wirklich zu meinen Pflegebereifungen passen oder zu generell zu den Fahrspuren, die ich nachher mit der Spritze da reinfahre. Dann ist es halt wichtig, dass wenn Gülle gefahren wird mit großen Fahrzeugen, also mit großvolumigen Reifen, dass sie möglichst früh reinkommt, damit ich halt diese Nachschosse halt nicht provoziere. Und dann ist es halt sehr wichtig, dass man den Roggen in der Blüte einfach in Ruhe lässt. Man muss die Abschussbehandlung vor der Blüte fahren und dann habe ich eigentlich weitestgehend alles Ackerbau- und pflanzenbaumäßig erstmal erledigt, was ich so Gutes tun kann, sage ich jetzt mal. Udi, würdest du das sagen, also wenn du jetzt auf Henriks Strategie schaust, du siehst viel in Mecklenburg, du siehst wahnsinnig viel deutschlandweit. Was ist, glaubst du, ist der größte Anbaufehler, der bei Roggen häufig gemacht wird oder warum sind Leute vielleicht etwas nervöser im Umgang, etwas unsicherer? Also der klassische Weizenbauer, der will ja gerne fette, satte, grüne Bestände sehen. Mein Auge sieht das zwar im Roggen auch, aber so den satten Bestand im Roggen brauchen wir nicht. Ein wichtiger Punkt ist tatsächlich dünn genug auszusäen und lieber ein bisschen dünner, weil man Roggen wirklich gut aufbauen, gut in die Ähre düngen kann. Roggen hat eine sehr lange Ähre, der Hybridroggen macht eine hohe Kornzahl pro Ähre, das können wir auch ausdüngen. Und Roggen hat, selbst wenn mal eine Auswinterung bei Roggen hatten wir jetzt bisher selten, aber wir haben gerade da hinten auf der Fläche ein bisschen mehr Schluff, wenn die dann verschlemmt. Da gab es schon ein Jahr, wo wir einen Roggenversuch nur noch mit 80 Pflanzen stehen hatten im Frühjahr. Mangels Alternativen haben wir nicht umgebrochen und haben nachher noch 95 Doppelzentner gedroschen. Mit wie viel Bodenpunkte? Mit den 45 bei uns im Versuch. Also im Außenfeld ist ja so ein bisschen... Ja. Genau. Also das war... Und wir haben diese Verschlemmung nicht aufgebrochen. Normalerweise würde man ja... auch nochmal striegeln, um die Bodenkruste aufzubrechen, um Luft dran zu kriegen. Er hat sich also lange gequält, hat tatsächlich nochmal nachbestockt, hat kein Mutterkorn gehabt. Es war tatsächlich genügend Pollen da und hat irgendwas zwischen 9 und 9,5 Tonnen nachher noch gebracht. Also sehr kompensationsfähig. Also dieses Dünger aussäen, das kann man sich bei Roggen gut trauen und das ist auch der Schlüssel zu Standfestigkeit, zu stressarmer Produktionstechnik und so, dass man denen dann auch wirklich... ja, wenn man ihn dann nochmal in die Ähre löffelt, er muss nicht stehen wie Haare auf dem Hund. Er kann auch ein bisschen sparsam sein. Ja, das gibt es auch Untersuchungen zu. Also Roggen hat die fantastische Eigenschaft, dass er sehr, also der ist interessiert daran, selbst wenn er gar nicht gedüngt ist, dass er die Ähren, die er macht, die bildet er voll aus. Also er macht sehr viel über das TKG. Also er kann da sehr gut reagieren, je nachdem wie er ist. Natürlich auch ins Negative, wenn wir zu dichte Bestände haben, dann geht das TKG auch runter und es ist faszinierend, wie der, dann geht das TKG statt auf 32, geht es auf 40 hoch und wir haben Erträge, die wir sonst nicht, also dünner, so wie Ute sagt, dünner ist auf jeden Fall besser und das ist, ja, also, das Wichtige. Entschuldige, da würde ich, also wir haben der Roggen, man sagt ja immer, die Gerste ist bei der Kornausbildung im Vorteil, weil sie so früh abreift, ne? Und der Weizen kommt so genau in diese Hitzephase rein. Und die Abreifephase ist aber bei uns bei dem Hybridroggen identisch mit dem des Weizens. Der kommt also auch sehr spät. Aber die Kornausbildung leidet einfach nicht so unter dieser, oder die Kornfüllung leidet nicht so unter der Trockenheit wie beim Weizen. Also insofern
ist das neben der hohen Kornzahl dieses stabile TKG auch unter trockenen Bedingungen ein echter Vorteil? Ich denke, Ursache ist, wie immer, was schon oft angesprochen wird, die Wurzelleistung. Also er kann einfach reagieren. Und der Roggen, der wurzelt in vielen Jahren bis auf 1,80 und holt dann das Wasser. Und also wenn der wichtig ist, was wir im Osten auch ist, was die Bauern dort auch immer wissen, ist die Frühjahrstrockenheit, den Roggen praktisch zwingt, tief zu wurzeln. Und dann können auch Trockenphasen sehr leicht kommen. Wenn wir ein ganz nasses Frühjahr haben, dann gibt es dann auch mal, kann es mal Probleme geben, aber das ist einfach, der muss angepasst werden und der kann wirklich darauf reagieren. Ist also bei den aktuellen klimatischen Schwankungen, oder was heißt klimatischen, aber Wetterschwankungen, bei diesen Verschiebungen aktuell wahrscheinlich eher eine Pflanze, die ich resilient anbauen kann als ein Weizen. Lass uns da mal auf zwei, drei Praxisbeispiele reingehen. Hier kommen gerade im Chat irre viele Praxisbeispiele. Vielleicht dazu ein kleiner Hinweis. Wie gesagt, eine Galaxis-Veranstaltung ist keine Pflanzenbauberatung. Ja? Sprecht bitte mit euren Pflanzenbauberatern für euch. Wir geben euch Impulse und wir möchten, dass ihr nach dieser Veranstaltung in der Lage seid zu sagen, hey, ich denke da nochmal drüber nach, ich spreche da mal mit anderen Landwirten drüber, ich informiere mich darüber, ich trage mich unter diesem Chat ins Irresistible Offer ein und spreche mit der Saatenunion, weil das sind definitiv die Profis in dem Bereich und sicher mir 6 Einheiten Roggen. Das dürft ihr gerne tun. Wir können jetzt ein bisschen auf praktische Beispiele eingehen. Das ersetzt aber bitte keine Pflanzenberatung. Ich fühle mich wie so ein Finanzberater, der jetzt darüber aufklären muss, dass ein Aktientipp keine Finanzberatung ist. Aber nur, dass es einfach sichergestellt ist. Ne? Also wir wollen euch inspirieren, wir wollen euch Input geben. Sprecht bitte mit eurem Pflanzenbauberater vor Ort. Aber es kam ein paar Fragen rein, wenn ich dachte, es ist vielleicht mal sinnvoll, das aufzugreifen. Es kam nämlich tatsächlich eine Frage von einem Biobetrieb, der sagt, hey, wie soll ich denn in einem Biobetrieb die Gülle ansetzen? Läuft das genauso wie in einem konventionellen oder gibt es da Unterschiede? Also ich bin der Meinung, dass man das sehr, da muss man relativ früh die Gülle auch geben und so ein bisschen gucken, dass ich dann vielleicht nicht unbedingt eine Schweinegülle nehme, die sehr schnell wirksam ist, sondern vielleicht auf ein bisschen langsam wirksamere Güllen, wie es halt eine Rindergülle oder sowas ist, setze, um halt auch wirklich bis hinten hin da vernünftig mit auszukommen, dass halt immer mal wieder ein Schub kommt. Ansonsten würde ich da jetzt nicht so große Probleme sehen, als Roggenbauer oder als Biobauer Roggen anzubauen. Vor allem, wenn man dann auch noch den Hintergrund hat, dass die Kurzstrohsorten dickere Blätter haben sollen. Das hilft dem Biobau mit Sicherheit auch im Hinblick auf Unterdrückung, dass halt vielleicht deswegen auch noch ein bisschen mehr Wasser unten im Boden bleibt und nicht sofort verdunstet wird. Ich glaube, dass das eigentlich Roggen auch eine gute Kultur ist, die gut beim Biobauer oder in das System von Biobauern reinpasst. Ute, wie glaubst du, macht der Standort dann einen Unterschied? Und naja, also wir müssen schon gucken, Güllewirkung, haben wir leichte Standorte, wo die und eine dünne Gülle, die schnell infiltriert. Auf den leichten Standorten haben wir erstmal keine Ammoniumfixierung, das heißt der Ammoniumstickstoff kommt sofort in den Bestand rein. Das ist natürlich für einen Roggen ganz schön, den ich am Anfang gerade auf den leichten Standorten früh andüngen möchte. Nachher kommt ja, wenn das so Standorte sind, die langjährig organisch gedüngt sind, kommt ja sowieso nachher die Stickstoffnachlieferung bei den Biobetrieben aus der langjährigen organischen Substanz oder das, was aus Vorfrüchten oder Kleegras oder so eine Nachlieferung kommt. So, und das ist bei schwereren Standorten, also Biobetrieb und schwererer Standort und Gülle ohne mineralische Düngung, ist ein bisschen schwieriger, weil wir natürlich begrenzt sind durch die Düngeverordnung. Wir können nicht so früh rein. Ne? Das sind so Situationen auf schweren Standorten, wo ich sage, da würde ich eigentlich lieber im Januar schon, ne, dass die Gülle infiltriert, weil ich diese 5-6 Wochen Vorlaufzeit bis zur Nitratwirkung brauche. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger dann bei den Biobetrieben. Da kann es dann schon mal sein, dass die am Anfang nicht gleich in Schwung kommen. Aber dann wirkt die Gülle eben später mehr in die Ähre rein. Das heißt, wir haben jetzt also quasi gerade das Szenario gehabt, entweder 2 Güllegaben oder, also, beziehungsweise du hast ja gesagt, optimal wäre Güllegabe und später dann mineralisch. Jetzt kam der Vorschlag im Chat, Düngung mit Azon zu Vegetationsbeginn und damit direkt mit der vollen Menge. Oder dann würdest du davon wahrscheinlich abraten, oder? Ja, ich habe immer gerne alles unter Kontrolle. naja, ich meine, schau,
wenn geschützter Stickstoff, ich weiß nicht, wann er kommt, und das sind ja auch mikrobiologische Prozesse, die dort den Stickstoff freisetzen. Und wenn ich dann die ganze Menge habe, die kommt eben nicht häppchenweise, die ganze Menge kommt später, aber dann natürlich umso stärker. Und das ist eigentlich ein Stickstoffschub, den ich dann nicht mehr kontrollieren kann. Also ich teile Stickstoff insgesamt gerne kulturspezifisch auf. Und wenn man dann eine Farnblattdüngung mit 30 Kilo N macht, macht das Sinn? Beim Roggen nicht, nee. Überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Der Roggen hat... hat kein Farnblatt. Das Farnblatt ist minimal, aber man muss sich mal einen Roggenbestand angucken. Ah, stimmt, okay. Das ist auch immer ein Grund, der Roggen ist so, wird ja fast gar nicht mehr angebaut, nur in diesen Gegenden, wo wirklich nur Roggen ist. Das sind auch die Profis, die können das auch, die haben auch sehr leichte Böden. Aber es gibt dann wirklich Gegenden, wo man... Herzlichen Glückwunsch. Nein, es gibt auch Gegenden, also über einen Ertrag dürfen wir nicht sprechen. Also ich kenne mittlerweile keinen Boden, wo nicht der Roggen im Ertrag irgendwie steht er an der Spitze, auch irgendwie mal Weizen. Da kann, selbst für die besten Böden... wichtig ist nur, dass man einfach, wie eben schon gesagt worden ist, dass man einfach mal ein bisschen den Roggen einfach wachsen lässt. Nicht dieses gestresste Düngen, verkürzen. Das mag der Roggen gar nicht. Erstmal führt es zu unruhigen Beständen, dann wieder zur Gefahr vom Mutterkorn. Einfach dem Roggen Zeit geben und in Urlaub fahren. Also es gibt, man kann ja sogar sagen, es gibt in den leichten Böden in Brandenburg, da haben die drei Überfahrten möglich, um die Erträge, die geringen Erträge, die sie erzielen, überhaupt, dass sie überhaupt einen vernünftigen Deckungsbeitrag gegeben. Also man kann da nicht alle immer wieder drüber fahren. Und gut, aber ich meine, auch bei besseren Standorten, haben wir immer gesagt, man soll ja umdenken und man soll es eben auch auf besseren Standorten anbauen. Da macht es ja auch Sinn, wenn man sagen, wir kriegen relativ hohe Erträge mit einer starken Effizienz und wenig Überfahrten. Und wenn du dann auch in 3 bis 4 Jahren auch eben deine Kurzstrohsorten auf den Markt bringst, dann fängt es ja an, richtig Spaß zu machen. Ja, und nochmal auch Ineffizienz, das wird einfach viel zu wenig berücksichtigt, weil unsere Sorten sind wirklich die Ineffizienzen auf dem Markt. Und ich habe gestern noch mit jemandem gesprochen, einem praktischen Landwirt, der sagte, er muss jetzt doppelte bezahlen für Kalkamonsalpeter und kriegt nur 14 Euro beim Weizen. Damit kann man keinen Weizen produzieren. Das geht einfach nicht. Und da spielt das Wort Ineffizienz und dann natürlich auch diese gute Ausnutzung eine wichtige Rolle. Gibt es einen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Sorten in der Ineffizienz? Ja. Also wir haben ein bisschen mehr Variabilität. Wir haben sehr gute Sorten, die wurde uns immer bestätigt. Wir haben einfach eine gute Backqualität und eine hohe Proteinertrag. Also das ist wirklich, was sich normalerweise beißt, weil die Backqualität hat entweder eine Backqualität ist eigentlich mit einer niedrigen Proteingehalt korreliert, das ist nicht wie beim Weizen. Und wir haben es aber geschafft, dass wir eine sehr hohe Proteingehalt haben und Ertrag haben und eine relativ gute Backqualität. Also das sind praktisch, man kann die zum Backen oder auch zur Fütterung einsetzen, sehr gut einsetzen. Gut, also um das einfach nochmal zusammenzufassen, das heißt, im Grunde genommen, Roggen, wie gesagt, eignet sich super als Allrounder, als zum Aufbrechen der Fruchtfolge, aber eben auch als effiziente Frucht, auch auf guten Standorten. Ja. Ihr setzt auf eine einfache, auf eine angepasste Bestandesführung, nicht die klassische Weizenschule, sondern wirklich darauf, wirklich zu schauen, was gibt der Standort her, sprich, wie ist Niederschlag und Befahrbarkeit, wie ist meine Düngersituation, Organik, keine Organik, um dann wirklich eher weniger ist mehr, sowohl bei der Saatstärke als eben auch nachher bei der Bestandesführung. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also trockene Bestände, trockene Gegenden mit trockenen, schlechtere Böden, ist ja egal, ob es jetzt ein schlechter Boden ist oder einfach wie eine trockene Gegend sind. Je trockener die Gegend ist und schlechter der Boden, desto geringer muss die Bestandesdichte sein. Weil sonst, das ist aber bei allen Kulturarten so und das ist auch manchmal eine Kunst, also dass man nicht überwachsene Bestände hat. Gerade wenn das Frühjahr ganz feucht ist, hat man das ja nicht unter Kontrolle. Dann kann man das durch breite Drillreihen oder durch breite Abstände der Pfeifen haben. Das machen die auf den leichten Böden, haben die breitere Abstände und nicht die 7, 9 cm oder was auch immer. Ne? So machen die das dann. Und dann ist man eigentlich auch für alle Situationen gefeit. Selbst wenn es dann gute Bedingungen sind in dem Jahr, durch Regen und durch Niederschläge, dann ist das eigentlich eine sehr einfache Frucht auch. Und ich glaube auch beim Roggen ist es halt auch wichtig, dass man auch gerade bei uns auf den Standorten, wo halt mal viel überlegt wird, setze ich vor einen Wachstumsregler, setze ich keinen Wachstumsregler,
dass ich halt früh vorne die Pflanze vernünftig stabil kriege, weil wenn ich später mit einem Methifon-Produkt oder ähnliches nachregulieren muss, dann, ja, sage ich immer als Beispiel, unten ist, wird das Fundament gebildet und wenn das nicht stabil ist, dann sind das hinten alles nur Feuerwehrmaßnahmen, die irgendwo derbe Ertrag kosten können. Und die können richtig schief gehen, wenn es dann trocken bleibt, dann macht man Schaden, absoluten Schaden. Da geht richtig Ertrag da mal weg, da sehen wir auch des Öfteren mal. Gut, letztes Jahr ist viel liegen gegangen, weil dann auch irgendwann diese Feuerwehrmaßnahmen nicht mehr so gegriffen haben aufgrund des Wetters, aber ich hoffe, dass das jetzt erstmal eine Ausnahme bleibt. Was sind denn deine langfristigen Strategien? Wir hatten heute schon mal das Thema Mulchsaat angesprochen. Was sind da die Strategien, die du aktuell ausprobierst so für die Zukunft, um deine Bestände auch vielleicht bei schwierigen, längeren Trockenphasen oder bei diesen ganzen Witterungsbedingungen stabil zu halten und deinen Betrieb gut aufzustellen? Ich sag mal, vor 10 Jahren war bei uns, musste der Fluch immer in den Boden rein, vor Mais, vor Getreide immer. Dann ist das stückweise, ist der Fluch immer mehr zurückgedrängt worden, ist eine Mulchsaatgruppe angeschafft worden. Dann ist aber auch wirklich intensiv geguckt worden, wo sind wirklich noch Schadverdichtungen, die einfach durch den Fluch, durch die Flugsohle entstanden sind. Oder wo habe ich einfach auch Ortsteinschichten, dass ich halt den Boden über die Fruchtfolge meistens im Sommer und dann direkt im Anschluss eine Zwischenfrucht, die tief wurzelt, damit ich auch nachhaltig einfach ein gutes Porenvolumen habe. Da muss man den Boden einfach so ein bisschen im Griff kriegen, dass ich halt auch das Wurzelwachstum, was der Roggen produzieren kann, auch wirklich ausschöpfen kann, um halt auch aus tiefen Bodenschichten Wasser zu generieren. Und dann ist jetzt so der nächste Schritt, dadurch, dass der Roggen meistens immer nach einer Sommerzwischenfrucht bei uns steht und zuvor halt eine Gerste steht, geht es dann halt so Richtung Minimalbodenbearbeitung, Direktsaat, um halt da einfach das Wasser, was da ist, möglichst lange im Boden zu halten, um da auch ein bisschen Herbizide zu reduzieren, weil ich habe das jetzt dieses Jahr das erste Jahr ausprobiert, habe ich jetzt im Herbst nicht mit dem Herbizid behandelt. Gut, das war auf vielen Standorten halt auch nicht möglich, aber die Direktsaatflächen lassen sich sehr gut befahren und sind auch zügig im Frühjahr mit Gülle angedüngt worden, was die Bestände danken es einem momentan. Und dann ist halt die Verunkrautung, die man jetzt feststellen kann aufgrund der Mulchschicht der Zwischenfrucht, halt auch sehr gering. Es steht ein bisschen Vogelmiere drin, Gräser ist eigentlich nicht so das große Thema, sodass ich mir dadurch halt auch wirtschaftlich ein bisschen Vorteil erhoffe durch weniger Bodenbewegung und trotz dessen ist ja auch Glyphosat immer so ein bisschen im Verruf, also Direktsaat, das wird schwierig ohne Glyphosat, weil irgendwann muss man vielleicht mal so eine Feuerwehrmaßnahme fahren, wenn es überhaupt nicht mehr anders geht, aber das geht auch ohne. Und aktuell siehst du da extrem viel Potenzial und deine Bestände stehen super solide. Was für eine Zwischenfruchtmischung hast du da drin? Das war eine Rampelkrautbetonte, dass ich halt möglichst schnell den Bestand erstmal zukriege. Das halt, bei uns ist halt das Problem, wenn es trocken ist. Also ich habe die direkt nach dem Dreschen in den Boden reingeschlitzt, weil sehr schnell der weiße Gänsefuß halt kommt und dann alles unterdrückt und der Samt halt auch dementsprechend derbe aus. Deswegen das Rampelkraut dabei. Dann Klee, Leguminosen drin, also es waren Lupine war ein bisschen was drin, es war ein bisschen Erbse drin. Also alles abfrierende Kulturen, die dann nachher, ich habe die dann vor der Direktsaat einmal mit der Messerwalze so ein bisschen platt gemacht und ein bisschen klein gemacht. Und dann ist das eigentlich sehr sauber über den Winter abgefroren und jetzt habe ich da eigentlich einen relativ sauberen Bestand. Der ist sehr tragfähig und wenn man mal einen Spaten in die Hand nimmt, dann sieht man halt auch, dass mit dem Boden was passiert. Also da ist gutes Bodenleben drin, man sieht Regenwürmer und das macht eigentlich so sehr Spaß. Wie viel Stickstoff generierst du jetzt mit den Zwischenfrüchten? Was rechnest du dann für die Düngung zum Roggen? Ich mache das jetzt so ein bisschen abhängig. Dieses Jahr war die Zwischenfrucht sehr, sehr üppig. Dann glaube ich, kann man schon 20, 25 Kilo mal anrechnen. Wenn die nicht ganz so üppig ist, dann dementsprechend weniger. Aber der Stickstoff steht mir dann halt auch schon relativ früh im Jahr, also im Januar, wenn ich noch keine Maßnahme, also mineralische Düngemaßnahme setzen kann, steht der auch schon zur Verfügung. Und wenn es dann halt warm ist, was ja jetzt immer mehr der Fall ist, dass die Vegetation immer früher startet, habe ich dann halt schon Nährstoffe zur Verfügung. Ich muss aber bei diesem ganzen Zwischenfruchtmatten, sage ich jetzt mal, auch aufpassen, dass ich oben den Boden halt nicht versauere, dass ich halt über eine Kopfkalkung, was ich so jedes Jahr im Herbst meistens mache, einmal die Schwefelversorgung sicherstellen und dass halt auch genug freies Kalzium im Boden ist, damit
der pH-Wert in der obersten Bodenschicht halt nicht absackt, weil dann ist halt die Nährstoffaufnahme auch sehr gestört. Ute, wie stehst du dazu? Was siehst du da in der Praxis? Hast du sonst noch Leguminosen in der Fruchtfolge drin, nein, oder? Nein, keine, okay. Nein. Ist das keine Konkurrenz? So, ja, erstmal noch nicht. Ich glaube, da gibt es wenig Erfahrung. Das muss man einfach mal ausprobieren, ob das so ist. Das höre ich jetzt auch eigentlich zum ersten Mal, dass man das so macht, aber das ist vielleicht eine Variante. Ansonsten macht man das, die Roggenbauer, die pflügen eigentlich immer, weil die halt, wie gesagt, immer das Inoculum in den Boden bringen wollen. Du hast das ja schon gesagt auch. Aufgrund der Trockenheit, man muss da einfach auch ein bisschen offen denken, ne, und sich einfach auch mal Sachen ausprobieren, und die mögen dann gut klappen oder nicht klappen, aber ja. Ich glaube, da muss man auch gucken, dass man die Fruchtfolge, also bei uns steht halt zu keinem Zeitpunkt oder eigentlich sehr selten Roggen nach Roggen. Da kommt dann meistens nach Roggen wieder eine Zwischenfrucht, dann irgendwie Mais, nach dem Mais aufgrund der Mulchsaat halt eine Gerste, weil wenn ich Roggen in der Gerste stehen habe und das Getreide wird alles im Handel verkauft, wird es halt schwierig, dass ich das zu vernünftigen Feuchtigkeiten halt eingefahren bekomme. Deswegen muss man da halt schon so ein bisschen fruchtfolgemäßig auch gucken, dass man das einigermaßen unter Kontrolle kriegt. Ute, was siehst du denn in der Praxis? Hast du da schon Erfahrung zu gemacht? Nee, tatsächlich noch nicht. Also jetzt nicht in dieser Kombination. Wir machen zu Roggen. Gut, in den Versuchen pflügen wir jetzt meistens, damit das sauber wird. Aber so gerade die leichteren Standorte, das ist ja eigentlich der Punkt, weil für den leichteren Standorten müssen wir Wasser sparen, da wollen wir gar nicht so viel Bodenbearbeitung machen. Und das größere Problem auf den leichteren Standorten, wenn wir pflügen, ist, dass wir das nicht schnell, also gut genug rückverfestigt kriegen, ne? Von unten ein bisschen fester, oben lockerer. Wir können zwar theoretisch oben alles platt fahren, aber dann haben wir unten immer noch den lockeren Unterboden. Also die Rückverfestigung ist eigentlich das große Problem, und deshalb hätte das schon Charme, wenn wir im Prinzip eine besiedelten Wurzelraum haben in der Krume, wo auch lebende Wurzeln sind, die später wieder über Wurzelexudate, ne, die Krume phytosanitär vielleicht ein bisschen beeinflussen und dem Roggen auch noch helfen und das ganze Bodenleben in Gang halten. Hätte schon Charme, ja. Und da gibt es ja auch schon die ersten Landwirte, die es auch auf dickeren Standorten oder fetteren Standorten machen, ne? Also ob das jetzt Lutz Decker in der Hildesheimer Börde ist oder Kottmüller-Schießel, der hat jetzt nicht die fettesten Standorte, aber die ja auch schon versuchen, die in der Richtung fahren. Mit Sicherheit aktuell noch weizenlastiger, aber vielleicht dann nach dem Talk heute etwas roggenlastiger. vielen, vielen Dank für den Input. Ich finde es wahnsinnig spannend. Wir haben jetzt heute Abend extrem viel gehört, extrem viel über Chancen gehört. Also das, was ich in den letzten Wochen konsumiert habe, war eher Probleme, neue Anforderungen, Witterung oder die ganzen Wetterbedingungen, politische Rahmenbedingungen, rote Gebiete, negative Aussichten. Heute haben wir wahnsinnig viel über Chancen gesprochen, über neue Anbaustrategien, über neue Ideen. Also einmal natürlich über die Züchtung, über wissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch eben über deine praktischen Insights, über deine Ideen. Wenn jetzt jeder von euch mal ein Fazit ziehen kann, vielleicht magst du anfangen. Wie schaust du jetzt mit dem Background, mit dem Hintergrundwissen in die Zukunft, und wie willst du deine Strategien weiterentwickeln? Mit welchen Gedanken schaust du in die Zukunft? Also bei uns wird es halt wahrscheinlich immer mehr darauf ankommen, dass man aufgrund der Politik halt auch einfach mehr Pflanzenschutz reduzieren muss. Ich glaube, da bietet sich der Roggen halt sehr gut an. Also viele Landwirte oder Kunden von mir, die fahren den Roggen mit einer Fungizidmaßnahme, und das ist die vor der Blüte, wo ich dann auch einfach eine lange Braunrost-Dauerwirkung bis hinten raus haben muss. Weil doch Braunrost, wenn Braunrost mal richtig reingeht, das kann auch schon derbe Ertrag kosten, was wir so in der Praxis halt sehen. Und ich glaube, was halt einfach noch ein bisschen abschreckend ist, dass man einfach wahnsinnig große Mengen an Stroh auf den Flächen hat. Und wie soll ich damit umgehen? Ich darf zur Zwischenfrucht halt keine Gülle mehr fahren. Diese 60 oder 30-60-Regel darf ich ja nicht mehr in den roten Gebieten, sodass ich auch einfach Endsperren habe für die Zwischenfrucht und die dann ja sehr kümmerlich, sage ich jetzt mal, aussieht. Und da wäre, wenn die Züchtung dann Richtung Kurzstroh geht und trotzdem noch vernünftige Erträge generiert, dadurch bin ich jetzt auch der Meinung, oder dass halt auch wenig Wasser einfach über die Pflanze in die Atmosphäre reingeht, weil es einfach alles ein bisschen kompakter ist. Und wenn ich dann halt auch über diese breiteren Blätter und dann auf breitere Reihenabstände gehe, habe ich halt dementsprechend vielleicht auch die Möglichkeit, dann auch durch Verdunstung und
durch ein angepasstes Mikroklima, dass ich halt auch weniger Fungizide vielleicht vorne einsetzen muss, wenn da mal so Waschküchenwetter wie jetzt die letzten Tage mal so ist, dass ich dadurch halt auch einfach so ein bisschen Pflanzenschutz reduzieren kann, was ja auf der einen Seite, ich arbeite nun mal auch beim Handel für Pflanzenschutzmittel, ein bisschen schwierig ist, aber ich glaube, da kommen wir nicht ganz drum rum. Na, der verkauft da, der hat aber auch einen Landmaschinenhandel und verkauft vielleicht die ein oder andere Direktzeitmaschine mehr. Spaß, alles gut. Joachim? Ja, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Also ich komme aus Westfalen, aber ich wohne jetzt schon seit mehr als 25 Jahren da in Brandenburg, ist noch Brandenburg, an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn man sich für mich ist das wichtigste Thema eigentlich die Fruchtfolge. Und wir werden in Zukunft ganz sicher nicht erstmal die Pflanzenschutzmittel angeboten werden bekommen von der Industrie, weil sich das einfach nicht lohnt mit den ganzen Auflagen. Und B ist es auch gesellschaftlich nicht opportun oder gesellschaftlich wollen die das nicht. Und das muss man auch respektieren. Und das sind letztendlich die Kunden. Und ich denke, das Thema Fruchtfolge ist ganz wichtig, weil wenn ich im Osten sehe, wo die dann diese ganz engen Fruchtfolgen haben mit den ganzen Problemen, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und wenn die Raps, Weizen machen und extrem den Stoppelweizen, was ja eben schon mal angesprochen wird, da gehören andere Fruchtarten hin und ich gehe sogar so weit, dass man auch irgendwann mal fast auch eine Sommerfrucht haben muss, um auch Zeit zu haben, dann auch mit klassischen Methoden auch diesen ganzen Unkrautdruck auch beherrschen zu können. Ich hab zu meinem Bruder immer gesagt, ich sage, euch Bauern, die muss man zum Glück zwingen, ne, damit die, ja, und es ist so, das mag ja vielleicht am Anfang der Umstellung etwas weniger im Deckungsbeitrag sein, aber langfristig werden wir dazu gezwungen, allein weil wir sie nicht mehr haben. Also wenn wir heutzutage nicht mehr Glyphosat hätten oder das nicht einsetzen könnten, dann wären viele frühe fluglose Varianten gar nicht mehr möglich, weil man nicht Herr würde über diese ganzen, den Durchwuchs. Und deswegen halte ich das auch für wichtig, dass wir in diese Richtung denken sollten. Und dass die Züchtung wird ihren Anteil da tun und die gute Produkte zu liefern. Und dann denke ich, ist das sollte man auch positiv in die Zukunft blicken, auch bei Roggen, bei allen Kulturarten. Also habe ich das richtig verstanden? Du hast gerade Landwirten Hausaufgaben gegeben und die geben dir jetzt gerade vor dem Bildschirm auch Hausaufgaben und sagen, ja, also ich, Joachim, sieh zu, dass du deine Kurzstrohsorten in 3 bis 4 Jahren kriegst, ja, und dann geht's los. Das ist natürlich auch ein Punkt, klar, muss ja. Das haben und sagen wir, ja, Roggen fällt um und alles wir wissen, was wir machen müssen. Top, das ist doch gut. Das ist ein schöner letzter Satz, den ich von dir hören will. Ute, der letzte Satz liegt bei dir. Ich habe schon so viel geschwärmt und ich hoffe, dass es mehr Roggenspezialitäten gibt. Westfälischer Pumpernickel ist auch aus reinem Roggen. aber das Thema Stroh geht mir schon durch den Kopf, denn wir sprechen ja immer davon, dass wir den Humushaushalt unserer Böden verbessern wollen. Und anstatt jetzt vielleicht irgendwie Biokohle zu vergraben, sollten wir vielleicht überlegen oder daran arbeiten, dieses wunderbare, gesunde Roggenstroh besser zu managen, besser zu häckseln. Das Thema Ernterückstandsmanagement, überhaupt Konditionierung von Ernterückständen haben wir in vielen Kulturen. Da müssen wir in der Landtechnik besser werden, da müssen wir bei unseren Verfahren besser werden. Ich habe Hoffnung, dass die Kollegen aus der Mikrobiologie uns da vielleicht noch ein bisschen helfen. Und wenn wir weniger Pflanzenschutz im Roggen, Fungizide im Roggen haben, ist das Stroh auch leichter abbaubar durch Mikroorganismen. Also ich sehe das ganze Roggenstroh aus fachlicher Sicht auch als Chance, dauerhaften oder längerfristigeren Humus als jetzt den zum Beispiel durch Zwischenfrüchte, der wird ja immer schnell wieder umgesetzt, aber der Kohlenstoff, den wir im Stroh in die Böden bringen, ist einfach nachhaltiger, dass wir hier auch aus Nachhaltigkeitsaspekten das Roggenstroh super integriert kriegen in unsere Fruchtfolgen, in unsere Abläufe. Und dass du vielleicht irgendwann auch mal mit Roggenstroh dein Dach eindeckst. Meine Mutter hat erzählt immer, dass sie früher schon eine Weile her, die Südseiten der Dächer anstatt mit Reet, mit günstigem und sehr gutem Roggenstroh eingedeckt haben. Insofern nachhaltiges Bauen mit Roggenstroh, ne? Läuft auch, genau. Das heißt aber, du hast jetzt 300 Leute vor dem Bildschirm. Was ist dein Plädoyer? Du hast jetzt noch einmal die Möglichkeit, 300 Leute zu erreichen. Warum sollen sie morgen anfangen, über eine Roggenanbaustrategie 2024 nachzudenken? Oder 2024, ja. 2024, 2025 nachzudenken?
Ich würde es probieren und die Zeit genießen, die man weniger mit der Maschine und Pflanzenschutz und Düngung auf dem Acker ist und das für andere sinnvolle Dinge einsetzen, diese Ressourcen. Mit besserer Stickstoffeffizienz, weniger Kostenaufwand und langfristig einen besseren Deckungsbeitrag, richtig? Genau. Sehr gut, top. Dann haben wir doch jetzt ein gutes Fazit. Ich brauche es nicht mehr ziehen. Vielen, vielen lieben Dank für euren Input heute. Danke für eure guten Beiträge. Vielen lieben Dank an euch, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, das Ganze für euren Standort umzusetzen und bei euch auf dem Betrieb umzusetzen, tragt euch gerne unter dem Stream für das Beratungsgespräch ein und für die 6 Einheiten Hybridroggen. Es lohnt sich. Wie gesagt, dabei sein lohnt sich. Es gibt immer ein paar glückliche Gewinner. Manchmal fällt da noch eine weitere Einheit vom LKW. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von der Saatenunion gesteinigt für diesen Satz. Genau. Danke, dass ihr dabei wart. Freut euch morgen auf die Aufzeichnung, wenn ihr nicht alles gesehen habt. Teilt es vielleicht mit eurem Team, mit eurem Nachbarn oder mit Leuten, mit denen ihr generell mal drüber sprechen wollt. Vielleicht auch mit eurem Anbauberater. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne Feedback. Wenn im Nachgang Fragen aufkommen, schickt sie gerne zu mir, antwortet auf die Mails. Ich leite sie gerne an unsere Fachreferenten weiter. Ich freue mich auf den nächsten Talk und wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Bis dann.